Wer soll es denn machen? Kommt einer vorbei und macht's? Oder will er, dass ich das mache? Wertschätzt er mich etwa nicht? Hat er das Gefühl, es ist egal, was ich ihm dazu immer wieder sage? Hört er das gar nicht? Also frage ich mich dann selber auch, was ist jetzt eigentlich wirklich los? Greater. It's in you. Schön, dass du da bist. Wir sind Christina und Walter Hommelsheim, die Ausbilder für die Greater Life Coaches. Und bei uns geht es heute um Konflikte, und zwar Konflikte in Beziehungen. Wie kannst du Konflikte in Beziehungen einfacher lösen? Und genau da wollen wir mit dir durch einen deiner Konflikte durchgehen. Und das ist natürlich ein breites Thema, denn Beziehungen hast du überall und fast mit jedem. Und es ist gut, ein Werkzeug zu haben, das du hier heute bekommen sollst, mit dem du dich selbst ganz leicht und einfach durchführen kannst. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ja, die meisten glauben immer, die andere oder der andere sollte anders sein. Und sie dockt dann eigentlich immer an der falschen Baustelle rum, nämlich immer beim anderen. Und wir wollen dir heute ja wirklich ein paar Hilfestellungen geben, dass du erkennst, warum denn die Konflikte überhaupt in deinem Leben sind und warum du vielleicht eben dich da abarbeitest am anderen und ihn einfach nicht verändert kriegst. Und deswegen wollen wir dir als erstes einmal das Grundkonzept von einem Konflikt klar machen, nämlich wenn du dir vorstellst, hier ist eine wunderschöne Frau und jemand drückt ihren Knopf. Und wenn er diesen Knopf drückt, was passiert? In diesem Moment reagiert hier wie so eine Art Vergangenheit in dir. Ein Vergangenheitsmuster. Warum? Weil du hier vielleicht in deiner Vergangenheit gewisse Dinge erlebt hast und ein Muster dafür angelegt hast. Und dieser Knopf, der ist bei dir. Das ist das Grundkonzept. Das heißt also, hier bist du bei deiner Baustelle, du kannst diesen Knopf verändern, du kannst ihn dir bewusst machen, du kannst erkennen, warum reagiere ich denn eigentlich so, wie ich reagiere. Und schon ändern sich die Konflikte, weil der Konflikt ist vielleicht ein Stellvertreterkonflikt für etwas, was du schon mal erlebt hast. Das heißt also, die erste Frage, die wir dir stellen wollen, ist, was ist denn überhaupt eigentlich los? Also denk mal an einen Konflikt, den du immer wieder hast oder der sich gerade aktuell zeigt. Und die erste Frage dazu wäre, was ist eigentlich wirklich los? Denn wie Walter schon gesagt hat, handelt es sich meistens um Stellvertreterkonflikte. Darunter liegt sehr viel mehr Wahrheit. Und genau die wollen wir finden. Und damit es für dich greifbarer wird, wollen wir dir natürlich auch super gerne ein Beispiel geben. Und was ist ein schöneres Beispiel als eines von uns? Das natürlich viele andere Paare wahrscheinlich auch kennen. Aber eines unserer Beispiele werden wir jetzt mit aufführen, sodass du mitgehen kannst. Und du nutzt natürlich deins. Das heißt, während wir das machen, schaust du für dich, okay, was ist denn bei mir eigentlich wirklich los? Genau, also ich bin in unserer Küche und stelle das Geschirr auf die Spülmaschine und nicht in die Spülmaschine. Ich verstehe das Problem nicht. Das heißt, Christina reagiert, ich drücke ihren Knopf. Was ist eigentlich wirklich los? Und alle Damen werden mich verstehen, denn in mir denkt es sofort, ja sag mal, was ist denn da eigentlich los? Hat er noch nie verstanden? Warum versteht er das auch einfach nicht, dass man die Sachen in die Spülmaschine räumen kann? Wer soll es denn machen? Kommt einer vorbei und macht's? Oder will er, dass ich das mache? Wertschätzt er mich etwa nicht? Hat er das Gefühl, es ist egal, was ich ihm dazu immer wieder sage? Hört er das gar nicht? Also frage ich mich dann selber auch, was ist jetzt eigentlich wirklich los? Das heißt, es geht mir eigentlich gar nicht nur um die Teller, die einfach immer auf der Spülmaschine stehen, sondern es geht mir vielmehr darum, dass ich mich an etwas erinnert fühle, nämlich das Gefühl, nicht gewertschätzt zu werden. Er glaubt anscheinend, ich wäre die Putzfrau. So, das ist natürlich so ein Thema von, er nimmt mich gar nicht ernst. Er hört mich nicht. Er hört mir gar nicht zu. Und du merkst schon, da ist ziemlich viel Konfliktpotenzial und genau da geht's lang. Jetzt darfst du für dich mal schauen, was ist denn eigentlich bei dir los? Vielleicht geht's um eine Kollegin und die Kollegin ist sehr laut oder es geht um den Chef und der sieht dich einfach nicht. Egal was es ist, wir können diese Methode, diese Idee mit jedem Konflikt aufrollen und vor allen Dingen verändern und lösen. Ja, wir nennen es den Quellkonflikt. Wir schauen also, okay, woher kommt denn eigentlich das Problem? Es ist nicht der Teller auf der Spülmaschine und wir gehen tiefer. Was ist es bei dir? Was ist wirklich los in deinem Konflikt? Und vielleicht merkst du schon, ja, wie fühle ich mich denn eigentlich in diesem Konflikt? Welcher Knopf wird bei dir während dieses Konflikts gedrückt? Und dann können wir schon weitergehen und schauen, okay, wie fühlst du dich denn da eigentlich? Welche Gefühle kommen hoch? Was kommt da hoch? Es ist Wut, Angst, Trauer, Ohnmacht, Schuld, Scham. Also es geht jetzt um die emotionale Ladung deines Konflikts. Bei Christina
ist es? Also ich würde sagen, es ist eine große Portion Ohnmacht und natürlich auch Wut. Und es geht darum, diese Wut und Ohnmacht, die wir vielleicht seit Jahren in uns tragen, und das ist tatsächlich so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir Gefühle verdrängen. Wir drücken sie einfach weg. Aber sie sind leider nicht weg, sondern sie sind wie so eingepackt. Und das kannst du dir vorstellen, hier ist der Knopf. Und wenn du, hast du jetzt hier überall im Körper wie so weggepackte Emotionen. Und in dem Moment, wo dein Knopf gedrückt wird, dann ploppen die nach oben. Das heißt also, diese Emotionen werden die ganze Zeit kontrolliert, solange nichts passiert. In dem Moment, wo jemand deinen Knopf drückt, kommen sie hoch. Und es geht darum, diese Gefühle einfach mal da sein zu lassen. Tatsächlich etwas Befreiendes mit ihnen zu machen, sie aus ihrem Gefängnis herauszulassen und nicht dem anderen um die Ohren zu hauen, sondern in dir erstmal wahrzunehmen. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben, was aber sehr hilft, die emotionale Ladung in dir Schritt für Schritt abzubauen. Warum? Weil du sie bewegst. Und als nächstes wollen wir natürlich mal schauen, woran dich das erinnert. Es kann nämlich sehr gut sein, dass du das schon lange, lange kennst, wie wir ja schon angedeutet haben. Es kann sein, dass es in deiner Kindheit schon oft Momente gab, in denen du dich genauso gefühlt hast. Also ist die Frage, woran erinnert dich das? An wen oder was? Und wie hast du dich damals gefühlt? Und jetzt wird's spannend. Wenn ich nämlich an meine Kindheit zurückdenke, dann erinnere ich mich daran, dass mir überhaupt nicht zugehört wurde und dass ich auch überhaupt nicht gesehen wurde oder respektiert. Und wenn ich was gesagt habe, dann war das eigentlich so, als würde ich es einer Parkuhr erzählen. Nur schlimmer als Kind, weil man das Gefühl hat, da ist kein Gegenüber. Und genau das fühle ich in dem Moment, wo ich abends wieder nach Hause komme, nach einem anspruchsvollen Tag und sehe die Teller da oben stehen. Das heißt, es hat recht wenig mit dem Aktuellen zu tun. Es hat sehr viel mehr mit einer ganz alten, tiefen Wunde in uns zu tun. Und diese Wunde wird immer und immer wieder angetickert im Jetzt, ohne dass wir das manchmal wissen. Und es rentiert sich, da nochmal zurückzuschauen, um sie aufzulösen, um sie zu heilen. Denn dann sind wir selbst viel, viel freier, können anders reagieren und natürlich auch in der Situation ganz anders sein, ganz anders und neu mit dem Menschen umgehen und ihm nicht irgendwelche Projektionen um die Ohren zu hauen, mit denen er vielleicht gar nichts zu tun hat. Also, was ist es bei dir? Woran erinnert dich das, was du dort fühlst? In diesem Konflikt, den du da gerade hast. Woran erinnert dich das? Und ja, das kann sein, wenn du in einer Vorstandssitzung bist und jemand anderes, der Vorstandsvorsitzende, macht dich irgendwie klein oder lächerlich vor den anderen. Das geht in jedem Lebensbereich. Und jetzt reagiert hier die Vergangenheit. Es kommen die alten Emotionen hoch und jetzt entdeckst du, okay, es ist gar nicht der Vorstandsvorsitzende, der dich jetzt hier lächerlich gemacht hat, sondern es ist die alte Erinnerung an vielleicht deine Mama, deinen Papa, der Lehrer, der dich immer vor der Klasse vielleicht lächerlich gemacht hat. Und so kommen wir an diese alten Erinnerungen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, die Vergangenheit ist doch lange vorbei, das hat doch nichts mehr damit zu tun. Leider doch. Die Zeit heilt keine Wunden. Es verdrängt die Wunden. Und wenn dann jemand diesen Knopf, der sich in keinster Weise verändert hat, berührt, kommt diese ganze alte Ladung wieder hoch. Daher, erinnere dich da mal an, was ist in deinem Leben damals gewesen? Woran erinnert dich das? Und schau mal, wie hast du dich damals gefühlt? Welche Gefühle waren da? Und vielleicht kannst du auch jetzt nochmal diese Gefühle für einen kleinen Moment da sein lassen. Und zwar fühlen, nicht als wärst du nochmal in diesem Kind, sondern tatsächlich diese emotionale Ladung zu fühlen in deinem Körper und sie zu bewegen. Und natürlich im Bewusstsein der Erwachsenen. Das ist die Magic daran. Das heißt, du bleibst in diesem Bewusstsein des Erwachsenen, du erinnerst dich nur zurück und nimmst auch mal so wahr, wie ging es denn dem Kind damals? Und was für Glaubenssätze sind da vielleicht entstanden? Und dann kommst du plötzlich auf so einen Satz, den du seitdem unterbewusst immer und immer wieder kreust, wie so eine Kuh. Und es steht dir manchmal schon fast auf der Stirn. Auf der Stirn steht, ich nehme mich ja selber nicht ernst, also wieso solltest du es tun? Ich wertschätze mich ja selbst nicht, also wieso solltest du mich wertschätzen? Keiner sieht mich,
keiner wertschätzt mich. Solche Sätze könnten das sein, die damals entstanden sind. Und diese Sätze werden immer reaktiviert mit dem damit verbundenen Gefühl. Wenn du also im Bewusstsein der Erwachsenen für dieses Kind noch einmal fühlst und wahrnimmst, wie es ihm damals ging, dann wird es sehr viel leichter werden, weil diese ganzen weggeschlossenen Emotionen, die in uns immer noch stecken, jetzt endlich mal da sein dürfen. Wichtig ist aber nur, dass du nicht zurückgehst in das Kind und hineinfällst in das Kind, das du mal warst, sondern wirklich im Bewusstsein des Erwachsenen das machst. Denn heute hast du sehr viel mehr Handlungsmöglichkeiten als damals. Und deshalb ist es so wichtig, das in diesem Bewusstsein zu machen. Du kannst das hier, während wir mit dir sprechen, einfach mal so üben und dorthin fühlen. Und vielleicht kommt dir schon ein Bild, vielleicht kommt dir eine Erinnerung an eine Situation mit deinem Papa, mit deiner Mama oder mit irgendjemand anderem, der sehr wichtig für dich war und der diese Wunde unbewusst mit dir gemeinsam dann eben kreiert hat. Und Christina würde es jetzt so machen, dass sie die Ohnmacht, du hast gerade gesagt, du fühlst Ohnmacht, die Ohnmacht wahrnimmst und sie lässt diese Geschichte vom Teller los, sie lässt aber auch die Geschichte von der Vergangenheit einen kleinen Moment los und kümmert sich um die Ohnmacht, weil die findet im Körper statt. Und ich kann tatsächlich eine Emotion wahrnehmen, ohne die ganze Zeit in der Geschichte zu bleiben, sondern mich hineingeben in den Körper und sie einfach da sein zu lassen und mich dabei zu entspannen. Weil Entspannung löst diese Abgrenzungen zu den Emotionen auf und ich kann sie plötzlich bewegen, beatmen und sie können sich tatsächlich ausweiten. Das heißt, sie verlieren an Ladung. Und das ist ja genau das, was wir erreichen will. Und es hat noch viel mehr Vorteile. In dem Moment, wo wir nicht mehr so viele Blockaden in uns haben, haben wir auch mehr Energie zur Verfügung. Weil sonst sind wir nämlich die ganze Zeit am Versuchen, darum herumzutingeln. Wir wollen bloß nicht an unsere Knöpfe kommen. Wir wollen bloß nicht dran erinnert werden. Das kostet viel Kraft. Das ist so, als würdest du die ganze Zeit die Türe zuhalten und würdest hoffen, dass bloß keine Wut, keine Ohnmacht, keine Schuld, keine Angst in dein Leben kommt. Du versuchst die ganze Zeit Situationen zu vermeiden und dadurch traust du dich vielleicht auch gar nicht so zu reagieren, wie du im neuen Ich, so nennen wir das, reagieren könntest. Wie du ganz selbstbewusst zum Beispiel sagen und damit auch ausstrahlen könntest, dass das so jetzt bitte nicht geht, dass du dir etwas anderes wünschst und dann würde das vielleicht auch gehört werden. Aber dazu dürfen wir erstmal alte, blockierte Energie wieder in den Fluss bringen, unsere gesamte Ausstrahlung dadurch verändern und dann auch ganz anders ankommen und wirken. Denn all das, was in uns ist, wirkt nach außen. Alles, das strahlt überall hin. Jeder andere weiß es sofort. Wenn du solche Glaubenssätze noch in dir trägst, mich sieht keiner, dann wirst du das auch wahrscheinlich erleben. Aber in dem Moment, wo du mal zurückgehst und tatsächlich erkennst, wo das herkommt und es durchfühlst, es da sein lässt, es integrierst, es nach Hause liebst, so sagen wir. Wir wollen alle Gefühle nach Hause lieben. Sie gehören zu uns. Wir können sie nicht abschneiden, wir können sie nicht wegmachen. Wir wollen sie integrieren. Wir wollen auch realisieren, dass ein Gefühl nur ein Gefühl ist. Das hat uns nicht komplett und das wird uns nicht zerstören. So haben wir früher gedacht. Aber wir als Erwachsene können Gefühle einfach fühlen und sie dadurch wieder ins Fließen bringen. Es ist nicht mehr als nur ein altes Gefühl. Und es möchte vielleicht endlich mal gefühlt werden. Und vielleicht auch was ganz, ganz wichtig ist, das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ist für einen Erwachsenen ja nicht so schön. Für ein Kind ist es existenziell bedrohlich. Ignoriert zu werden ist für ein Kind existenziell bedrohlich. Und jetzt können wir vielleicht verstehen, warum unser Gehirn als erstes über das Stammhirn reagiert, wenn sie das Gefühl hat, ich werde ignoriert. Das kommt nicht sofort im Großhirn an, sondern das Stammhirn schaltet sofort um auf Überlebensmodus, auf Kampfmodus, auf Fluchtmodus oder eben es geht in die Starre, wenn beides nicht möglich ist. Warum? Weil wir noch gar nicht angefangen haben, das zu reflektieren. Wir haben noch gar nicht angefangen zu denken, weil diese visuellen Reize, die im Außen wahrgenommen werden, werden zuerst im Stammhirn wahrgenommen und erst dann geht's ins Großhirn, aber dann ist es schon eine Gefahr. Und dann fange ich erst an zu denken. Jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum wir nicht einfach diese Konflikte mental lösen können. Und um dir eine Erfahrung zu geben, was da in der Situation passiert, wollen wir dich jetzt mal einladen, sich in die Schuhe oder aus der Perspektive des anderen wahrzunehmen. Wir machen das mal kurz vor, oder? Ja, das ist eine wunderbare Sache und die darfst du gerne jetzt auch gleich mitmachen. Also ich stelle mir jetzt vor, wie Walter sich eigentlich fühlt, wenn ich ihn dann wieder, sagen wir mal, anmache, blöd anmache, ihm sage, oh Mann, schon wieder hast du das nicht gemacht, ich habe es dir schon tausendmal erzählt. Und während ich mich jetzt mal in seine Position hineinfühle,
merke ich, dass auch er sich damit sehr wahrscheinlich nicht wohlfühlt. Ne? Und wenn du dich da reinbeamst, wirst du merken, wie es dem anderen geht. Du kannst dir das sogar bildlich vorstellen. Wie reagierst du jetzt in dieser Situation? Also mich könnte man fast schon so wie so eine Furie sehen. Und wenn ich das dann sehe aus seinen Augen und in seinem Körper für einen kleinen Moment, dann fühle ich, dass er genervt ist. Dann fühle ich, dass er sich auch unverstanden fühlt. Dann fühle ich, dass er das Gefühl hat, Mensch, ich habe heute schon so viel gemacht. Und ich habe übrigens auch schon so viel gut gemacht und es ist gar nicht so einfach, dieser Perfektionistin zu genügen. Und jetzt vergesse ich diesen scheiß einen Teller und dann flippt die schon wieder aus. So, und während ich also in seinen Schuhen stehe und das mal wahrnehme, merke ich, dass das natürlich nicht das ist, was ich bewirken möchte und damit auch nicht das Wunschziel bewirken werde, niemals, weil es führt natürlich auch zu Widerstand. Es führt dazu, dass er sich denkt, ja, dann lasse ich es halt ganz. Dann mache ich halt gar nichts mehr. Es funktioniert ja sowieso anscheinend nicht. Und die sieht mich ja eh nicht. Es führt zu einem Kontaktabbruch und zu einem verschlossenen Herzen. Und vielleicht hast du gerade gemerkt, sie hat gesagt, die sieht mich ja eh nicht. Das könnte nämlich sein, dass ich mich dann genauso fühle, wie Christina sich gerade gefühlt hat. Und wenn sie sich in meine Sichtweise hineinbegibt, dann merkt sie vielleicht, dass es mir gar nicht darum geht, sie nicht zu sehen, sie nicht wertzuschätzen, sondern ich bin einfach wo ganz anders. Es löst also diesen alten Glaubenssatz erstmal auf, er sieht mich nicht. Es lohnt sich auch für dich, jetzt einmal in die Perspektive der anderen Person hineinzugehen und mal zu schauen, wie nimmt diese Person das eigentlich wahr? Wie nimmt sie dich wahr? Und wie fühlt sie sich selbst? Und stimmt es denn überhaupt, dass sie dich nicht wertschätzt, dich nicht anerkennt, dich klein machen will? Oder ist es nur eine Interpretation von dir selbst? Und vielleicht merkst du jetzt schon, wenn du da kurz hineingehst, wow, schau dir mal selbst ins Gesicht. Das kann man sogar mit offenen Augen dir vorstellen. Wie bist du denn in solchen Situationen? Läufst du rot an? Wirst du eigentlich eher wie dein eigenes inneres Kind? Mutierst du zu einer Fünfjährigen oder zu einem Fünfjährigen? Und jetzt kannst du vielleicht auch merken, wow, okay, die Situation ist gar nicht genau so, wie ich sie eigentlich interpretiert habe. Und ich habe in meinem inneren Kind aus meiner Vergangenheit heraus reagiert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es geht jetzt darum, dass du dein Herz öffnest. Und zwar dein Herz in allererster Linie natürlich für dich, für das, was du damals erlebt hast. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen, als würdest du in dein Herz hineinatmen und dort auch vielleicht eine Energie fühlen. Und wenn das nicht so gut gelingt, dann stell dir jemanden vor, den du wirklich liebst. Dann ist man ganz schnell im Herzen. Dann fühlt man ganz schnell die Energie des Herzens. Und in dem Moment, wo du dich mit deinem Herzen verbindest, kannst du diese Energie fließen lassen, hinein in das Kind, das damals sehr wahrscheinlich wirklich sein Allerbestes gegeben hat, das eben einfach so interpretieren musste, das sich so fühlen musste. Und du kannst es heilen mit deiner Liebe, denn das, was wirklich heilt, ist immer die Liebe. Und in dem Moment, wo du die wieder fließen lässt, hin zu diesem Kind und damit auch hinein in deinen Körper, in euch beide, in die Situation damals und natürlich auch in die aktuelle Situation, in den, mit dem du den Konflikt hast, wird sich das Ganze in dir befrieden. Es wird sich verwandeln. Denn die Energie der Liebe und des Herzens bringt Frieden. Und wenn du das jetzt vielleicht gerade eben mit uns machst, dann erlaub dir ruhig, den Moment dafür Zeit zu nehmen und auch vielleicht sogar eine Farbe wahrzunehmen, die da aus deinem Herzen fließt. Hinein in die damalige Situation, hinein auch jetzt in die aktuelle. Und natürlich in deinen Körper. Sodass alles jetzt heilen darf, was endlich einmal heilen möchte. Ja, und vielleicht spürst du schon, dass eine ganz andere Ebene plötzlich erreicht wird, in der du heilen kannst, nämlich auf dieser Ebene der Verletztheit. Vielleicht erkennst du, dass du etwas auf den anderen projiziert hast, dass du sie zu einer Stellvertreterfigur gemacht hast, gegen die du kämpfst. Und diese Projektion zurückzunehmen und zu erkennen, es ist deine alte Wunde und der andere oder die andere hat nur den Finger hineingelegt, das gibt Freiheit. Und die nächste Frage ist doch eigentlich, wer möchtest du in diesem Konflikt denn eigentlich sein? Wie würdest du dich denn gerne verhalten? Weil ganz oft verhalten wir uns auf eine Weise, wie wir uns gar nicht verhalten wollen. Es geht nur automatisiert. Warum? Weil wir hier ein Muster angelegt haben, wie wir auf solche Knöpfe reagieren. Wer möchtest du denn eigentlich wirklich sein? Vielleicht möchtest du in deiner Mitte sein. Vielleicht möchtest du auf Augenhöhe sein. Vielleicht möchtest du deinen Raum halten, klar sein und sagen, du hier, stopp. Und zwar ohne Kampf. Vielleicht möchtest du ganz tief in dir dich selbst so akzeptieren, wie du bist.
Deswegen schreib dir einmal auf, wer möchtest du sein? Welche Eigenschaften, welche Gefühle möchtest du genau in dieser Situation tatsächlich fühlen? Natürlich ist es ein Konflikt, etwas, was nicht genau passt. Aber hineinzufallen in alte Verhaltensweisen, weißt du, wird dich nicht weiterbringen. Und deswegen, es geht jetzt darum, einmal diesen Teil von dir, dieses neue Ich einmal zu aktivieren. Wer möchtest du sein? Wie möchtest du dich fühlen? Und dich vielleicht einmal kurz da hinein zu beamen und einmal kurz dir vorstellen, du wärst schon da. Wer wärst du, wenn du nicht in diesem inneren Kind reagierst, sondern aus deinem neuen Ich heraus? Du kommst in die gleiche Situation, der gleiche Chef, die gleiche Partnerin, der gleiche Nachbar oder was auch immer. Und du bist plötzlich auf Augenhöhe. Wie würde sich das anfühlen? Geh mal da ein bisschen mit rein. Und plötzlich kannst du vielleicht die andere den Satz fertig sagen lassen. Die Chefin wirklich tatsächlich erst einmal reden lassen und dann auf Augenhöhe sagen, ich sehe es anders. Vielleicht kannst du dann sogar dein Herz offen halten und all die Dinge sehen, die dein Gegenüber am Tag alles schon so erledigt hat. All die positiven Eigenschaften wahrnehmen und dadurch auch entspannter sein. Vielleicht kannst du den Fokus auf das Gute richten, anstatt immer wieder zurück in das Alte zu fallen, was einfach noch aufgearbeitet werden wollte. Vielleicht kannst du sogar das Geschenk darin sehen, jetzt mal anders zu reagieren in genau dieser Situation, die sonst immer die innere Bombe zum Platzen gebracht hat. Und in dem Moment, wo du das wahrnimmst, bist du schon da. Und schau auch gerne nochmal auf dein Gegenüber. Wie reagiert jetzt dein Gegenüber, das eben auch, in meinem Beispiel, abends müde nach Hause kam und ich habe mein Herz geöffnet. Ich weiß, es ist null böse gemeint. Ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun. Ich sehe, was er alles schön gemacht hat, und zwar für mich, um auch mich zu sehen und zu wertschätzen. Und schon ist der ganze Abend ein anderer. Schon geht es ganz anders in die andere Richtung, denn was ist schon dabei, den einen Teller halt einfach in die Spülmaschine zu stellen? Und das, was wir jetzt gerade mit dir gemacht haben, ist letztendlich genau unsere Coaching-Methode, die liegende Acht. Wir sind letztendlich aus dem Jetzt hineingegangen, haben geschaut, was ist eigentlich wirklich los, sind dann in die Vergangenheit gegangen, haben geschaut, okay, woran erinnert mich das, was für alte Glaubenssätze, alte verdrängte Emotionen sind da, sind dann tatsächlich mit einer neuen Entscheidung in die Zukunft hineingegangen, haben gesagt, okay, wie möchte ich mich eigentlich in dieser Situation fühlen und verhalten, und haben uns genau dort einmal gesehen. Wir haben das Erlebte vorweggenommen, das, was wir wirklich erleben wollen, vorweggenommen, und haben dazu natürlich dann plötzlich eine andere Ausstrahlung kreiert, die eine ganz andere Situation wiederum kreiert, die den Konflikt in diesem Moment löst. Und wir machen es dem anderen dann nicht recht, sondern wir erkennen unseren Teil, weil den anderen oder die andere können wir sowieso nicht verändern. Und wir sind nicht mehr so verletzt, getriggert wie damals, als es vielleicht unsere Eltern, der Lehrer oder andere wichtige Personen in unserem Leben mit uns gemacht haben. Und vielleicht merkst du jetzt, wie viel Wumms da im Thema Beziehungen steckt. Wie viel mehr du da vielleicht sogar noch für dich lösen und heilen möchtest. Und da haben wir genau das Richtige für dich. Wir haben einen Beziehungskurs kreiert, in dem du durch alle Themen durchgehen kannst, um für dich im Thema Beziehungen stabiler zu werden, mehr das zu empfinden und zu erleben, was du dir wünschst. Also, wenn du magst, klick jetzt hier und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut.